So. Hallo Mana-Zwerg, hast du dich heute schon distanziert? Hi Agi. Boah, ja, ich glaube schon. Mehrmals. Ja, du weißt ja, worauf es anspielt. Du wirst gerade ziemlich heftig aus der Woke-Bubble angegriffen. Unter anderem wird behauptet, dass dein Kanal ein Safe Space für Rechtsradikale sei. Wie kommen die Leute auf Ja. solche Anschuldigungen? Das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist erstmal etwas, was mich absolut fassungslos macht, was ich nicht verstehe. Das stimmt, das geht nun wirklich schon eine ganze Weile so und die Vorwürfe sind völlig absurd. Also da wird dann, das wird aufgrund dessen gesagt, wegen dem Wahl-o-mat-Ergebnis, weil ich Tim Kellner geschaut habe oder Clownswelt oder dass ich teilweise, also in manchen Teilen bei der Remigrationssache ein bisschen kritischer war. Oder so, aber es sind Vorwürfe, die keine sein dürfen. Ja, oder eben halt über Twitter, Kontaktschuld über Twitter beispielsweise auch. Ja. Fangen wir mal mit dem Wahl-o-mat an. Du hast in deinem Stream Wahl-o-maten ausgefüllt. Das haben viele Streamer gemacht. Ich hatte darauf verzichtet. Ich habe meinen Zuschauern gesagt, wählt einfach BSW. Ich werde das auch tun, ganz egal, was irgend so ein komischer Automat hier sagt, der von der Bundeszentrale für politische Bildung kommt. Ja, und also man muss jetzt nur sagen, das war ein EU-Wahl-o-mat. Das heißt, wenn du relativ EU-kritisch warst, dann kamen da ganz viele EU-kritische Parteien ganz vorne. Also so mittige Parteien wie die Basis konnten da direkt neben linksradikalen Parteien wie der MLPD oder weit rechts stehenden Parteien wie der AfD stehen. Also die konnten alle wirklich, du konntest ein Ergebnis haben, DKP, AfD, die Basis und BSW an den ersten vier Plätzen ganz nah beieinander, weil einfach jeder, der irgendwie EU-kritisch geantwortet hat, an diese Parteien sehr nah beieinander hatte. Du hast auch relativ EU-kritisch geantwortet. Wie sah dein Ja. Ergebnis aus und was für einen Vorwurf machen dir die Walkies daraus? Beziehungsweise ein Walkie. Wir reden ja hier vor allem von jungen Moralapostel. Ich hatte die Basis an erster Stelle und an zweiter Stelle dann die Heimat, ja, und dann kam noch irgendwie menschliche Welt, dann noch was anderes, das habe ich jetzt vergessen, wie es hieß, und AfD BSW, BSW. Also so gemischt im Prinzip alles. Und ich hatte bei diesem Ergebnis, also ich hatte das damals gemacht und wie die meisten ja wissen, also ich nehme ja Politik eigentlich nicht so wirklich ernst. Nicht so ernst wie andere. Und ich habe mir so gedacht, ach komm, ich mache jetzt mal den Wahl-o-maten, mal gucken, was dabei rumkommt und haha, hihi. Und habe das dann, wie gesagt, live im Stream gemacht. Und naja, dann kam das Ergebnis und den habe ich halt, ich habe gelacht darüber, weil das gibt's ja gar nicht so. Weil ich habe sogar im Stream noch gesagt, so, was habe ich denn bitte mit der Heimat zu tun oder so. Und ja, wie gesagt, ich habe gelacht darüber und habe es halt nicht wirklich ernst genommen. Und ja, das haben dann einige Leute so, wie soll ich sagen, die haben dieses Ergebnis sehr, sehr ernst genommen und mich eben halt dann in eine gewisse Ecke gedrängt. Das fand ich sehr schlimm, weil ich denke mir, dieser Wahl-o-mat ist doch. Es ist kein Test, um irgendwie eine politische Gesinnung bei irgendjemandem rauszuarbeiten. Also du hast das ja damals auch sehr gut erklärt, wie das funktioniert. Ja, ich habe es ja gerade noch mal gesagt. Wenn du relativ EU-kritisch warst, dann sind relativ EU-kritische Parteien relativ nah beieinander vorne gekommen. Wenn du relativ EU-freundlich warst, dann hattest du halt Volt, die Grünen, die FDP und alle, die die EU in ihrer derzeitigen Form total toll finden, ganz weit vorne, ganz nah beieinander. Also das Ja. war in der Struktur des Wahl-o-maten so angelegt, dass du mittige Parteien, rechtsradikale, linksradikale Parteien alle sehr nah beieinander haben würdest, wenn du halt die EU-kritisch siehst. Ja, richtig. Ja, zum Beispiel war bei mir auch einmal AfD und BSW direkt hintereinander. Was ja, also, ne, so. Nee, viele haben das aber nicht verstanden. Die haben das für bare Münze genommen und so ist es jetzt, ne? Fand ich erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Dass dann so ein Fass aufgemacht wurde. Und das hängt mir bis heute nach, dieses blöde Wahl-o-mat-Ding.
Ja, ich sag ja, ich habe den gar nicht gehabt. Bei mir sähe das wahrscheinlich ähnlich aus. Also ich hätte wahrscheinlich auch das BSW weit vorne und dann irgendwelche radikalen Parteien, mit denen ich nichts zu tun hätte. Die würden da relativ Ja. nah beieinander stehen, weil halt EU-kritische Antworten dann dazu führen, dass man diese Parteien oben hat. Man kann es nicht häufig genug tun. Dieser Wahl-O-Mat ist eben kein Test, um Nazis oder Kommunisten zu erkennen, sondern der ist schlicht und Genau. ergreifend so eine Wahlhilfe für Erstwähler, die nicht wissen sollen, was sie wählen sollen. Und der spuckt dir im Grunde genommen nur aus, wähl EU-kritisch, wähl EU-freundlich. Viel spezifischer wird es an der Stelle nicht. Ja, richtig. Ja, genau. Naja, aber was hat da jetzt Jung Moralapostel, das ist ja der, der das mit dem Wahl-O-Maten, der sich da am meisten drüber aufgeregt hatte, was hat der jetzt daraus gemacht? Dass ich, wie war das? Dass ich ein Safe Space für die NPD wäre. Ja, also völlig irre. Also da kann man auch gar nicht gegen argumentieren. Das ist einfach ein Vorwurf, der Nee. kommt. Also da wird dieser Wahl-O-Mat, Genau. wie gesagt, zu einem Nazitest umgedeutet. Das ist vollkommen irre. Richtig. Richtig. Ich war auch absolut sprachlos. Ich hatte, ich wusste gar nicht, was, also das war einfach nur geschockt. Ich war einfach nur geschockt, weil ich mir denke, was passiert hier gerade? So, ich habe 100 Mal gesagt, ich habe nichts damit zu tun und trotzdem, das hängt mir halt jetzt wirklich die ganze Zeit hinterher. MT außer B schreibt es auch gerade im Chat, er hatte 2,5% Unterschied zwischen BSW und NPD, was logisch ist, was in der Struktur des Wahl-O-Maten, wie gesagt, angelegt ist. Ich glaube, den Punkt haben wir zu Genüge besprochen. Da gibt es halt nicht viel zu erklären. Es ist ein völlig irrer Vorwurf, der aus einem relativ unspektakulären Ergebnis abgeleitet wird. Du hattest ja Ja. die Basis, das ist so eine linksliberale, sozialliberale Partei, die ist wirtschaftspolitisch links und setzt sich für Bürgerrechte ein. Also da ist sie relativ liberal, also quasi eine FDP aus den 70er Jahren. So kann man die Basis wohl am besten beschreiben. Die hattest du vorne. Okay. Also keine Ja. rechtsradikale Partei. Also ja, das ist ziemlich absurd. Aber dann wurdest du noch, dann kam noch diese Sylt-Geschichte und da wurdest du von Seth Van Doom angegriffen. Was hat der denn genau gemacht? Oh Gott, das ist jetzt auch schon. Da müsste ich gucken. Also ich habe, ja, er hat ja von vornherein gesagt, ich wäre ein Fascho. Und mir an meinem Twitter-Account würde man sehen, weil mir Leute folgen, die Stolzflaggen im Profilbild haben und weil eben halt auch solche Leute bei mir auch kommentiert haben. Also wenn zum Beispiel ich angegriffen wurde, haben dann auch Leute, die so eine Stolzflagge im Profilbild haben, nicht nur, aber halt auch dagegen gehalten, gegen diese Angriffe. Und mit dieser Sylt-Sache, was ist, genau, ich hatte, das war so, ich hatte Stream gestartet und ich persönlich fand das einfach, dass da zu heftig reagiert wurde. Auch ich heiße das immer noch nicht gut, was da passiert ist. Ne? Um Gottes Willen. Aber ich fand es ein bisschen übertrieben. Dann wurden dann da Leute, sind Arbeit verloren und die wurden sozial, öffentlich komplett geächtet und weiß ja, was da passiert ist mit diesen jungen Leuten. So. Und Ja, jedenfalls, auch. Also in jeder normalen Zeit hätte es, also für die, die es nicht mitbekommen haben, da haben ein paar Leute zu so einem Lied, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, Deutschland den deutschen Ausländer rausgerufen. Also so ein paar besoffene junge Leute. In jeder normalen Zeit hätte es da einfach Hausverbot gegeben und kein Schwein hätte sich mehr dafür interessiert. In diesen völlig ja. irren Zeiten, in denen wir leben, wird daraus eine Staatsaffäre gemacht und es wird eine mediale Hetzkampagne gegen diese Leute da gestartet. Wie gesagt, was du Genau. auch niemandem vernünftig erklären kannst. Also da soll Nee. einfach eine öffentliche Stimmung gemacht werden, wo jeder Angst haben soll, sich politisch zu äußern. Denn schon irgendwas, was man besoffen irgendwo mitsingt, da wird einem dann Strick draus gedreht und auf der Basis kannst du gedoxt werden oder deinen Job verlieren. Also das sind ja die Zustände in diesem Richtig. Land und das ist völlig richtig, dass du es Richtig. kritisiert hast. Das sollte eigentlich Okay. jeder vernünftig denkende Mensch, der in der liberalen Demokratie leben will, wo man eben für sowas nicht gleich seinen Job verliert, der sollte das kritisieren. Genau. Und ich hatte, was er dann halt auch gemacht hat, war, ich hatte dann einen Remix von diesem Lied. Das ist ja ein ganz bekanntes Lied. Da habe ich so einen Lieblingsremix von, also ich höre sowieso allgemein extrem viel Musik und das habe ich dann, wo ich, also bevor ich mein, wenn ich meinen Stream starte, habe ich so 5 Minuten immer ein bisschen Musik laufen.
Und da habe ich dann einen Remix davon einfach laufen lassen. Ganz normales Lied. Und das hat ist erstmal rumgeklippt und hat daraus gemacht, ja, die Fascho-Nazi-Tante und guck mal, die verharmlost und guck mal, wer hier alles folgt und Stolzmonat und bla und Hast du den eigentlich, Gottes Willen. also hast du Seth Van Doom eigentlich irgendwie angezeigt oder gehst du dagegen vor? Nein, bei ihm jetzt, nee, nee. Nein, aber. Deswegen, ich frage ja nur, denn Leute einfach so Fasche oder Nazi nennen, das ist ja eigentlich illegal. Sowas darf man ja eigentlich nicht. Sowas müsste abmahnfähig Richtig. sein und sowas müsste auch in deinen Straftatbestand. Ja, entweder Verleumdung oder Beleidigung fallen. Ich bin ja jetzt auch kein Jurist, aber das sind doch wirklich ziemlich harsche Vorwürfe, für die man Belege haben sollte, wenn man sie äußert. Und ein Lied Richtig. eingespielt im Intro, was gar keinen rechtsradikalen Bezug hat. Also deswegen jemandem vorzuwerfen, der sei ein Nazi, das ist wirklich einfach nur noch irre. Das ist Ja, und dann wurdest du auf Twitter angegangen, tatsächlich von vielen Accounts, die vor allem einer Bubble zuzurechnen sind. Welche Bubble war da? Also, wir haben es jetzt schon angedeutet. Welche Leute waren das? Und wie haben sich da andere Streamer, andere Bubbles zu verhalten? Also es waren so viele tatsächlich. Ich würde mal behaupten, dass es Leute aus der Bartonek oder Vogue-Bubble sind, die dann eben halt das mitbekommen haben, so und dann auch mal so draufkloppen wollten. Also ich weiß natürlich nicht von den einzelnen Leuten, wo die herkommen, aber ich denke, es waren noch einige Bubbles beteiligt. Ja. Es ist so viel, man kann sich meinen Twitter-Verlauf hier angucken. So, und ich habe vieles ignoriert, aber manche Sachen konnte ich auch nicht ignorieren. Und dann habe ich mich eben dazu geäußert. Aber es waren wirklich eine ganze Menge. Also wirklich, wirklich viele. Und ständig war auf Twitter irgendwas deswegen. Und egal, was ich gepostet habe, es spielte keine Rolle. Die Leute haben sich trotzdem irgendwas daraus beifantasiert und Ja, das spielt nie ja. eine Rolle. Also man muss bei dieser Bubble, glaube ich, verstehen, dass sie ein komplett taktisches Verhältnis zur objektiven Realität hat. Es ist völlig egal, ob jemand was Rechtsradikales gesagt hat oder nicht. Wenn er der Feind ist, dann darfst du ihm alles vorwerfen, dass er rechtsradikal sei, Ja. dass er Nazi sei, dass er sonst was sei. Hauptsache, du kannst ihn sozial irgendwie vernichten. Es geht halt einfach nur Ja. darum, dass er der Feind ist und deswegen darfst du das bei ihm machen. Völlig egal, ob das jetzt zutrifft oder nicht zutrifft. Ja, richtig. Richtig, das ist wirklich dieses Canceln. Das ist im Prinzip wirklich so, diese Personen, die canceln wir jetzt mit allen Mitteln und komme, was da wolle und Ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, eine politische Strategie bei dieser Bubble. Und damit waren sie ja noch lange nicht am Ende. Also was ist denn in jüngster Zeit seit diesem Jungmoralapostel-Video bei dir noch passiert? Ich meine, du wurdest jetzt auf Twitter angegangen, habe ich gesehen. Und diese Bubble, die hat ja dann erst richtig losgelegt. du meinst, was heute passiert ist? Ja, ich habe gestern habe ich gestreamt, da habe ich auf dieses unsägliche und unverschämte Video reagiert, was die Moralapostel gegen mich und gegen andere gemacht hat. War ja nicht nur ich drin, waren ja auch andere wie Outlaw, Hugo und du. Ne? Drin und jedenfalls, ich habe dann darauf reagiert und da ein paar Sachen klargestellt und da habe ich einen Clip gemacht von. Einen kurzen Clip von 60 Sekunden, habe das auf Twitter getan und eben halt gesagt, also, dass ich jetzt eine Unverschämtheit finde, dass mir da eine NPD-Heimatnähe unterstellt wird oder mit rechts oder rechtsradikal oder sonst was, dass ich da wirklich. Ich müsste den Tweet eben mal raussuchen. Warte mal kurz. Ich glaube, zwischendurch kann ich mal, ja, such mal den Tweet raus. Ich glaube, zwischendurch kann ich mal, weil im Chat gerade einige gefragt hatten, erklären, was Ja. Jungmoralapostel in seinem Video überhaupt gemacht hat. Er hat sich also ich glaube, es waren ungefähr sieben Creator, die er sich rausgesucht hatte. Keiner von diesen Creatoren war auch nur rechts.
Also keiner war Genau. gemäßigt rechts, keiner war konservativ. Ein Teil, wie du beispielsweise, stand in der Mitte und ein anderer Teil, wie ich oder Seller, waren links. Also er hat sich dort Linke und Zentristen rausgesucht und die dann versucht, in die Nähe von Rechtsradikalen zu rücken oder sie gleich als Rechtsradikale beschimpft. Das war mehr oder weniger dieses Video. Er hat auch keine Belege genannt. Er hat Nein. einfach versucht zu diffamieren, versucht zu canceln, versucht, das Leben von Leuten zu zerstören mit diesem Video. Und da, Richtig. seitdem hat diese Woke Bubble eben, die ist da natürlich begeistert aufgesprungen, die haben dieses Video alle gefeiert, die haben da Ja. vielleicht auch Zutragearbeit gemacht, das weiß man nicht. Also Jungmoral-Apostel hat da wohl mit Leuten aus der Dekadent-Bubble zusammengearbeitet, oder zumindest mit einem nachweisbar aus der Dekadent-Bubble zusammengearbeitet, als er dieses Video veröffentlicht hat. Ja, und also da weiß man natürlich nicht, welche Zutragearbeit andere Walker-Streamer da geleistet haben. Die Lügen, die er da verbreitet, die sind so in anderen Walker-Streams vorher schon aufgekommen. Das heißt, man weiß natürlich nicht, wie gut die da vernetzt sind. Aber die Walker, also aber ob die da jetzt das hinter den Kulissen, inwieweit die das da abgesprochen haben, das ist jetzt gar nicht so relevant. Tatsache ist, dass die Walker-Bubble sich sehr darüber gefreut hat, dass er dieses miese Hetz-Video rausgehauen hat und Genau. damit halt den Diskurs auf Twitch weiter vergiften konnte, was das Ziel dieser Bubble ist. Diese Bubble will den gesellschaftlichen Diskurs zerstören. Sie will jeden, der ihrer Ideologie nicht zu 100% folgt, aus dem Diskurs herauscanceln. Sie will, dass jeder, der nicht ihrer Ideologie folgt, am besten gar keinen Twitch-Kanal mehr hat. Und deswegen rückt man völlig harmlose Leute in die Nähe von Rechtsradikalen. Das ist das ganze Ziel. Deswegen nennt man Leute, die nicht rechtsradikal sind, Nazis, rechtsradikale Faschos. Das ist eine Strategie der Diskurszerstörung und eben das hat Jungmoral-Apostel mit seinem Video dort auch bezweckt. Richtig, exakt. Dem kann, also ja, on point, absolut on point, genau so ist es. Ich habe den Tweet jetzt hier gefunden von mir, ich lese es kurz vor. Wie gesagt, man kann sich auch meine Reaction oder auch die von den anderen, die da drin beteiligt waren, auch, kann, ne, wir haben ja da jetzt alle drauf reagiert, kann man sich ja angucken. Ich habe Folgendes geschrieben. Es ist unfassbar, was manche Menschen sich rausnehmen. Eine bodenlose Frechheit, mich in irgendeiner Form, also mir in irgendeiner Form in der Nähe zur NPD, Heimat oder sonstigem Bullshit zu unterstellen. Es reicht. Ich lasse es nicht zu, dass man ständig so ein Mist mir vorwirft, nur um mich versuchen klein zu kriegen. Jeder, der mehr als zwei Gehirnzellen hat, weiß ganz genau, dass ich nichts mit rechts, rechtsradikal oder sonstigem zu tun habe. Gar nichts. Ja. Und dann eben halt ein Ausschnitt, ein Clip aus meiner Reaction darauf. So, weil ich muss dazu sagen, dass es auch langsam mal gut ist. Deswegen habe ich das auch so gereizt geschrieben, weil es nervt einfach nur noch. Weil du musst dich ständig, also egal wie oft du dich distanzierst, dich erklärst, Sachen erläuterst, es spielt keine Rolle. Es wird dir nicht zugehört. Ja. Und das hat ziemlich Wellen geschlagen dann, dieses Statement dann. Und ja, was das fast dann zum Überlaufen gebracht hat für diese Leute, war dann eben, ja, dann hat dann halt ein Frank Franz dann darunter kommentiert, wofür ich nichts kann. So. Und das war für diese Leute dann ein Beweis, ach, guck mal, siehst du, die gehört zur Heimat. Das nehmen diese Leute als Beweis. Weißt du, jeder kann, Twitter ist öffentlich, jeder Mensch kann kommentieren unter einem Post. Da kann auch der Papst kommentieren. Da kann Elon kommentieren, da kann egal wer kommentieren, in der Theorie. So, was kann man dafür? Nichts. Ja, also du hast es gerade schon gesagt, jeder kann unter den Tweets von anderen Leuten kommentieren. Also eigentlich Ja. müsste jetzt Frank Franz unter diesen ganzen Tweets der Woke-Bubble Ja. kommentieren, dann hätten die nach der Logik auch Kontaktschutz. Ah, das haben sie natürlich nicht. Richtig. Also darum geht es natürlich Ja. nicht. Also wenn er unter deren Tweets kommentieren würde, dann würden sie daraus niemals einen Vorwurf machen. Das Problem ist, dass Nee. du ihrer Ideologie widersprochen hast, sei es jetzt bei diesem Genau. Sylt-Fall, sei es, ich glaube, das Allomat-Ergebnis an sich, also es zeigt einfach nur, dass du eine EU-kritische Haltung wahrscheinlich hast und entsprechend, die Wokes finden die EU total gut, versuchen sie da die schlimmstmöglichen Vorwürfe auszugraben, die man irgendwie ausgraben kann. Und Ja. ja, wie gesagt, es ist völlig egal, was du konkret gemacht hast, alle Dinge, die sie dir vorwerfen, würden sie jemanden aus ihrem Lager niemals vorwerfen. Das ist eine rein tribale Nee. Moral, die hier als Waffe verwendet wird, um Leute eben aus dem Diskurs ausschließen zu können. Genauso sehe ich das auch. Genau, absolut. Für mich ist das wirklich,
muss ich sagen, so ein bisschen, ja, ich muss es leider so sagen, sektenartiges Verhalten. Ja, es ist so ähnlich, wie wenn du jetzt, nehmen wir mal die Zeugen Jehovas und du steigst da aus. Solange du bei diesen Leuten bist, ist alles fein, ist alles gut. Du wirst akzeptiert, du hast da so einen Zusammenhalt, alles ist gut. Kritisierst du das aber oder stellst du in Frage, kriegst du Probleme. Steigst du dann da aus und dann wirst du gesellschaftlich und sozial geächtet. Da gibt es dann, diese Leute diskutieren mit einem auch nicht, die reden mit einem auch nicht. Und ich finde, das sind sehr, sehr ähnliche Strukturen. Aber mit einem großen Unterschied. Die Zeugen Jehovas werden gesellschaftlich nicht ernst genommen. Die Wokies werden sehr, sehr ernst genommen. Die Wokies haben wirklich die Macht, das Ja. Leben von Leuten komplett zu zerstören. Die Wokies haben die Macht, Leute, die nichts damit zu tun haben, als rechtsradikal zu framen. Und diese Macht, Das die nutzen stimmt. sie erbarmungslos aus. Das ist der riesige Unterschied zwischen den Wokies und allen anderen möglichen Extremisten. Also man kann ja, du hast jetzt Zeugen Jehovas genannt, also man kann das auch über Islamisten, über Rechtsradikale, über wen auch immer sagen, dass da auch teils solche Methoden angewendet werden, das mag sein. Aber alle anderen Extremisten haben keine kulturelle Hegemonie, keine institutionelle Macht. Die Wokies vereinen beides auf sich, was sie so gefährlich macht und was auch dafür sorgt, dass sie den Diskurs, also gesamtgesellschaftlich natürlich, aber auch in unserer kleinen Twitch-Bubble hier ganz konkret vollkommen vergiftet und zerstört haben und dafür gesorgt haben, dass jedes Sprechen mit anderen Meinungen, die mal ein bisschen abseits sind, gleich als ja, einen gleich zu einer persona non grata machen kann. Und das ist brandgefährlich und dem Richtig. sollten wir uns meiner Meinung nach entgegenstellen. Was für Schlussfolgerungen ziehst du jetzt denn aus diesen Kampagnen, die letzten Wochen gegen dich gelaufen sind? Was für Schlussfolgerung? Oder machst du Also einfach im so weiter wie Prinzip, bisher? also ich werde mich auf jeden Fall jetzt nicht, ich werde mir nicht den Mund verbieten lassen. Also ich will werde trotzdem so bleiben, wie ich bin. Weil, wie du schon sagtest, es ist unheimlich wichtig, dass wir wieder zu dem Punkt müssen, dass verschiedene Lager und sowas, nenne ich es jetzt einfach mal so, miteinander sprechen. Weil diese, wenn diese Diskursverschiebung oder wirklich diese Vergiftung weiter voranschreitet und du hast nachher nur noch eine einzige Meinung, das driftet dir dann komplett ab und es wäre egal, in welche Richtung das. Also es muss ja immer eine Waage sein. Es sollte immer eine Waage sein und was bringt es einem denn, wenn du nachher eine Gesellschaft hast, die nur noch eine Meinung hat und es überhaupt keine Möglichkeit des Austausches gibt? Und Meinungen dürfen verschiedene Meinungen dürfen nicht zu einer Ächtung führen, oder zu so immensen und massiven Streits oder eben halt so Cancelungen. Ja, Das welche, was bringt es dir? Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber was bringt es dir? alles Die gut. Frage, die kann man ja relativ leicht beantworten. Das bringt dir, dass deine Ideologie durchgesetzt wird. Das ist ja das ganze Ziel der Wokies. Sie wissen, dass ihre Ideologie im freien Diskurs nie eine Chance hätte. Also was für, also ich brauche da jetzt nicht inhaltlich drauf eingehen, aber was für komische Theorien diese Leute vertreten, die inhärent rassistisch, sexistisch sind, die einfach nur alte Ideologien, die Moral dieser Ideologien invertieren und auf Basis dessen so eine neue woke Dystopie schaffen. Die Wokies wissen, dass das niemals von einer irgendwie liberal gesinnten Gesellschaft akzeptiert werden würde. Und deswegen setzen sie auf Angst und Schrecken, wie Daras ja schon gesagt hat. Sie wollen Leute einschüchtern und sie so dazu zwingen, ihre Ideologie anzunehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist völlig irre. Es ist komplett irre. Mir fällt jetzt auch kein Wort dazu ein, aber das ergibt für mich auch überhaupt keinen Sinn. Das ist überhaupt, daran ist nichts demokratisch und Nee, nichts nicht sozial. demokratisch, aber sie setzen sich durch. Also dem steckt schon eine gewisse Rationalität inne. Also ich lehne dieses Vorgehen ab, aber ich verstehe es schon. Ich verstehe, warum sie so handeln. Sie wollen ihre Ideologie durchsetzen und Okay. sie wissen, dass sie im freien Diskurs nie eine Chance hätten. Entsprechend setzen sie auf andere Methoden. Aber was haben denn die Leute? Okay, wenn das so ist, aber was haben sie davon? Also wenn sie jetzt diese Deutungshoheit haben und es gibt dann keine andere Meinung mehr, was ist dann? Dann wird die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen gestaltet. Macht, was haben sie dann? Macht, okay. Ja.
Ja, wir sind hier in der Politik. Also du hast dich vorher auch nicht, Ja. du hast dich vorher auch nur ein bisschen mit Politik immer nur beschäftigt, so am Rande maximal, oder? Am Rande nur, ja. Nicht wirklich tiefer gehen. Deswegen, also dieses Vorgehen der Walkies, das mag jetzt zu so einem liberal-demokratischen Politikverständnis nicht passen, aber gegenüber totalitäreren Politikverständnissen, da passt das sehr gut zu. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, was Carl Schmitt so schreibt, wie man politisch vorgehen soll, Politik ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Okay. Also dann passt das, was die Walkies machen, sehr, sehr gut dazu. Also das ist schon theoretisch fundiert, was die da machen. Also das würde ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, so sehr ich ihre Ideologie ablehne. Da steckt eine Rationalität hinter. Und dementsprechend würde ich vermuten, wie gesagt, These von mir, ich weiß nicht, wie gut die vernetzt sind, ich weiß nicht, wie gut sie sich absprechen. Das müsste man auch mal genauer untersuchen. Ist meine These, dass diese Diffamierung von jetzt vor allem kleineren Creatoren, von mir, von dir, von Outlaw, von Zella, von About a Fruit, von Nachtschmied, also ich hab's ja schon gesagt, da wurde ja auf viele losgegangen, dass die sehr stark mit der neuen Taktik zu tun hat, die Dekadent vor einigen Monaten verkündet hat. Dekadent ist für diese Walkabubble ja so eine Art rote Sonne und gibt vor, was die alle zu sagen haben. Keiner traut sich, was gegen ihn zu sagen, sonst kriegt er keine Raids, keine Zuschauer, keine Abonnements mehr, verdient weniger Geld. Dementsprechend halten sich alle mehr oder weniger an das, was Dekadent vorgibt. Und der hat ja vor einigen Monaten so eine neue Strategie verkündet, die vorsah, dass man gegenüber bestimmten Leuten nicht mehr so aggressiv auftreten sollte. Und da habe ich schon gesagt, ja, seid mal vorsichtig, Leute. Die Dekadent wird jetzt gegenüber größeren Leuten und gegenüber Leuten, wo er denkt, es gäbe noch was zu holen, da wird er nicht mehr so aggressiv auftreten. Aber gegenüber kleineren Leuten, beziehungsweise gegenüber Leuten, wo er merkt, dass es da nichts zu holen gibt, die wird er weiterhin als Feinde behandeln. Und genau das sehen wir jetzt. Also es ist kein Zufall, dass ein junger Moralapostel hier gegen kleine Creator geht, wie gegen mich, gegen dich und gegen noch ein paar andere und nicht gegen größere. Also Ja, Walkies, das stimmt. die setzen ihre Kräfteverhältnisse realistisch ein und sie wissen, dass sie gegen einen Imp oder gegen Erwin nicht gewinnen können, dass die zu groß sind, um sie zu canceln. Aber der kleineren Creatoren, die ja, wo man noch absurdere Sachen herbeikonstruieren kann, die kann man besser versuchen zu canceln. Und da versucht man dann Spaltlinien reinzuhauen, da versucht man dann, sie auch gegeneinander aufzuhetzen. Ich meine, du hast ja erzählt, dass du auch auf Twitter von ganz vielen von diesen Accounts angegangen wurdest. Und waren da auch noch Ja. Accounts aus irgendwie Communities dabei, die man nicht der Walken Bubble zuordnen kann? Du brauchst jetzt keine Namen nennen, sondern nur so allgemein. Würde ich mich möglich, ja, klar, würde ich sagen. Würde ich Deswegen, schon sagen, aber ich kann das nicht zuordnen, wo diese Leute auf einmal herkommen, keine Ahnung. ich glaube nämlich, dass Aber die ja. Walkies versuchen, unsere Communities, ja, jetzt unterwandern ist jetzt ein zu großes Wort, aber dass die sich versuchen ranzuzecken, dass sie versuchen, in andere Ja. Communities reinzukommen und den Diskurs dann in ihre Richtung zu shiften und hier Krawall zu stiften, indem sie halt Leute wie mich oder dich angehen, die es wagen, Tim Kellner zu schauen oder Clownswirt. Ja, Auch Sachen, die genau. völlig normal sind, darauf zu reagieren. Ich habe auch schon auf Clownswit reagiert. Ich habe auch schon auf Tim Kellner reagiert. Erwin hat, weiß ich gar nicht, Nemesis hat auch schon auf Clownswit reagiert. Aber ja, dass man da jetzt sich irgendwelche willkürlichen Punkte raus. Also wie gesagt, die Inhalte, die sind nicht so wichtig. Wir sind jetzt zwar auf diese inhaltlichen Punkte eingegangen, da war nicht sonderlich viel an inhaltlichen Argumenten, die man irgendwie widerlegen könnte, aber wir sind da jetzt drauf eingegangen, aber wir dürfen diese inhaltlichen Punkte nicht überbewerten. Es geht nicht um den Inhalt. Es geht nicht darum, was du über Sylt gesagt hast. Es geht nicht darüber, ob du Clownswelt lustig findest, sondern es geht darum, dass sie dich als Feind ausgemacht haben. Ja. Und als Feind im essentiellen Sinne, du musst zerstört werden oder du musst kuschen, du musst nachgeben. Oder dich komplett aus Politik zurückziehen. Das ist die Forderung, die sie haben. Ja. Solange du das machst, was du gerade eben machst, werden sie dich weiterhin als Feind beobachten. Und da ist jetzt die Frage, wie reagiert man richtig? Und du hast es gerade gesagt, sich am besten davon gar nicht verrückt machen lassen, weiter seinen Stiefel runterspielen. Wenn sie merken, dass es nichts zu holen gibt, dann werden die Angriffe, glaube ich, langfristig auch nachlassen. Einfach weil, und vor allem müssen sie sich dann ja immer neue Gegner suchen, wenn sie die alten Das Gegner nicht stimmt. besiegen können. Also das kommt ja noch dazu. Die haben ja so einen völlig irren Verhaltenskodex, dass man nicht mit Rechten reden soll, dass man nicht auf Recht reagieren darf, dass man nicht über Clownswelt lachen darf. Also wirklich, wie gesagt, diese Regeln, die braucht man inhaltlich gar nicht so ernst nehmen.
Deswegen ist die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, dass ich noch aktiver den Diskurs mit Leuten aus anderen Lagern suchen werde und mich noch mehr mit ihnen unterhalten werde. Ich hatte zuletzt drei Talks mit Rechten, eines sogar über dieses Migrationsthema, was den Rechten ja so wichtig ist. Und tja, was soll ich sagen? Ich wurde von den Rechten, obwohl ich da deutlich widersprochen habe, nicht so bösartig angegriffen wie von den Brokies. Ich wurde gar nicht unter der Gürtellinie angegriffen. Die haben Ja, tatsächlich imagine, freundlich mit ne? mir diskutiert. Ja, imagine, ne? Ich finde das sehr gut, dass du das so machst. Du hast ja auch gestern mit Krati Kratos gesprochen. Da Ja, das war war ich, die Debatte über Migration. genau, da war ich kurz drin. Kann es mir leider nicht ganz angucken. Aber ich finde das sehr gut. Weil es muss wirklich wieder möglich sein, miteinander zu sprechen. Und allein, dass es so eine Regeln gibt, mit dem darfst du nicht reden, das ist für mich komplett rückständig. Tut mir leid. Aber es ist auch, wie du sagst, ich denke auch nicht, dass es da um Inhalte geht, sondern ums Prinzip. Es geht da, es ist eine reine Prinzipiensache. Und wer sich dagegen stellt, ja gut, der wird dann Kopf kürzer gemacht. Aber das darf man halt nicht zulassen. Das darf man unter keinen Umständen zulassen. Und nicht Ja, schon dann. war ja auch bei Jungmoralapostel bei mir so. Er hat mir vorgeworfen, dass ich mit Schlomo geredet habe. Auf die Inhalte, die Schlomo und ich da besprochen haben, ist er an keiner Stelle eingegangen, weil er da wahrscheinlich nichts Schlimmes gefunden hat. Sondern einfach, du hast mit dem da gesprochen, also Absurd. rechtsradikal, sag ich. Was ist das für eine Art? Was ist das bitte für eine Art? Ich meine, es geht bei solchen Gesprächen doch immer um Inhalte und nicht wer was sagt, sondern das verdeutlicht den Irrsinn komplett. Wenn es da nur Ja. um Personen geht und nicht um die Inhalte oder die Gespräche selber. Ja, auch was ist das für eine Art? Die Frage kann man, glaube ich, auch beantworten. Es ist Argumentation aus einer Machtposition heraus. Die Ja, Woken ja, haben ja. kulturelle Hegemonie, wenn sie jemanden als rechtsradikal framen oder sagen, der dünne Kontakt mit Rechtsradikalen, der würde sich nach rechts entwickeln, der stünde bald ganz rechts. Also Dara gibt ja auch gerne solche absurden Prognosen ab. Richtig. Dann können Sie ihn damit sozial vernichten. Das ist Ihr endgültiges Ziel. Und juristisch Richtig. vorgehen kannst du vor allem gegen diese Derivate nur sehr schwer. Wenn du sagst, der entwickelt sich nach rechts oder der ist in 6 Monaten Nazi, ist ja nur eine Prognose. Das ist ja keine Tatsachenbehauptung, das ist ja nur eine Prognose. Du kannst ja auch mit der Prognose falsch liegen. Deswegen kannst du dagegen juristisch nur sehr schwer vorgehen. Deswegen hatte ich da bei Seth Van Doom gefragt, dass er explizit genug war, um dagegen juristisch vorzugehen. Also das, ja, diese Leute wissen schon, wie sie sich ausdrücken müssen, dass man das nicht abmahnen kann, beziehungsweise dass man sie nicht wegen Verleumdung oder Beleidigung anzeigen kann. Ja, aber sobald sowas passiert, wenn das passiert, noch, also ich werde da sowieso gegen vorgehen. Sowieso. Ich bin's einfach leid. Ich bin's einfach leid, weil das es ist ein kompletter Irrsinn, der da vor sich geht und man darf das nicht mit sich machen lassen. Man darf bloß nicht jetzt klein beigeben und sich da kaputt machen lassen, weil dann ist genau das erreicht, was sie wollten. Und nein, das werde ich nicht zulassen. Auf keinen Ja, Fall. deswegen. Und was Debatten und Gespräche angeht, das hatte ich ja auch schon in der Vergangenheit mehrfach gesagt. Ich finde, dass wir Debatten und Gespräche zwischen rechts und links vor allem wieder normal werden sollten. Dass es normal sein sollte, auf Richtig. rechte Videos zu reagieren. Ja. Und wenn das alle Creator aus unserer Genau. Bubble machen, dazu möchte ich auch offensiv aufrufen, habe ich in der Vergangenheit ja auch schon gemacht, war bei Erwin zu Gast, war bei Imp zu Gast, in einigen Widerspruch eingebracht, dass ich dafür argumentiert habe, aber ich möchte offensiv dazu aufrufen, redet mit Rechten, reagiert auf Rechte Ja. und lasst euch nicht von den Walkies vorschreiben, mit wem ihr zu reden habt und mit wem nicht. Das ist wirklich eine totalitäre Art und Weise, unseren demokratischen Diskurs, unsere Freiheit und unsere politische Souveränität, also unsere jetzt als BSW-Vorfeld, da gehörst du jetzt nicht zu, du bist ja selber zentristisch und eher unpolitisch, aber wenn du jetzt selber so eine politische Haltung hast, dann hat dein Lager auch eine gewisse Souveränität, beziehungsweise sollte eine gewisse Souveränität haben, zu entscheiden, mit wem es spricht und mit wem nicht. Und wenn man sich das von außen vorgeben lässt, wenn man sich von außen vorgeben lässt, mit wem man zu sprechen hat, dann lässt man sich von seinen Gegnern damit auch indirekt seine Programmatik und seine strategischen Möglichkeiten vorgeben. Und das ist der Tod jeder politischen Bewegung. Das Richtig. ist jetzt mal ein strategisches Argument. Und kein moralisches, sondern also das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Damit schadet man sich zum Schluss auch selbst. Absolut.
Absolut, natürlich. Ich finde auch diesen Ansatz sehr gut, was du dazu aufrufst. Es muss normalisiert werden, unbedingt wieder. Also ja, das ist das Zweite, dann würden wir in einer angenehmeren Gesellschaft leben. Also da, du kannst da zwei Argumente machen. Zum ersten Mal ist es strategisch das Richtige und zum anderen ist natürlich aus moralischer Sicht viel besser, wenn alle vernünftig miteinander reden und Argumente austauschen können. Der freie und offene Diskurs ist ein Wert an sich und kann nur dazu beitragen, dass wir bessere Lösungen finden. Oder wie bei Skeptik immer sagt, nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Diesen Satz, den Das zitiere ich stimmt in letzter ja auch. Zeit häufiger und das sollten wir, glaube ich, alle machen und dann auch in den Nee, auf Taten jeden folgen Fall. lassen und ja, Gespräche mit politischen Gegnern oder mit solchen, die man für solche hält, suchen. Also das wäre zumindest meine Empfehlung. Stimme ich dir 100% zu. Definitiv. Ich sehe es natürlich weniger aus einer strategischen Sicht, sondern eher aus der moralischen Sicht, weil, ne, ich der Meinung halt bin, dass diese ganzen Bubble-Kriege und dieses Lagerdenken, dass das massiv deeskaliert werden sollte. Deswegen denke ich dann natürlich mehr, du denkst wahrscheinlich mehr strategischer, aber ich halt mehr so moralischer, ja. So. Aber ja, stimme dir absolut zu. Es muss wieder normal werden. Ja, du bist ja selber bubblefrei, oder habe ich das richtig verstanden? Ja, bin ich, ja. Also da habe ich ja jetzt explizit gesagt, ich gehöre zu einer Bubble, ich bin Unterstützer von Genau. BSW, ich hatte ja auch BSW-Politiker schon häufiger zu Gast, ich rufe zur Wahl des BSW auf. Und ich glaube, dass Politik eine tribale Angelegenheit ist. Wenn du da deine Meinung äußerst, irgendwo, also wenn du versuchst, Leute von deiner Meinung zu überzeugen. Ich meine, sonst würdest du ja hier nicht öffentlich auftreten, sonst könntest du es ja auch in deinem stillen Kämmerlein vor dich her schimpfen. Aber du versuchst ja Leute zu überzeugen, wenn du hier online bist, dann tust du dich automatisch eher mit Leuten zusammen, die einer Meinung sind. Und deswegen ist Politik auch einfach eine tribale Angelegenheit. Also allein unsere Parteipolitik, jede Partei ist ja an sich schon ein politisches Lager. Das ist ja in unser Parteiensystem so angelegt. Es geht ja Das auch gar nicht stimmt. anders. Und da ist jetzt die Frage, wie gestalten wir diesen Tribalismus? Nicht haben wir Tribalismus generell, sondern wie gestalten wir ihn? Und ich würde sagen, wir sollten erstmal gewisse demokratische Grundprinzipien jedem zugestehen, nicht versuchen, ihn wegzucanceln, nicht versuchen, ihm seinen Job wegzunehmen, weil er eine andere Meinung hat, nicht versuchen, ihn ins Gefängnis zu sperren oder noch Schlimmeres, sondern wir sollten jeden erstmal demokratisch behandeln und jedem erstmal ja, Diskurs und den Austausch von Argumenten anbieten, wenn er uns das auch anbietet. Ja, absolut. Definitiv. Wenn du sagst, das ist in Politik halt so Tribalismus und so, also ja, natürlich. Macht ja absolut Sinn. Nur eben halt, du hast es halt genau richtig beschrieben, dass es wirklich wieder demokratischer zugeht und jedem zugehört wird und man trotz dessen, dass man in irgendeiner Seite ist oder sich zu irgendeiner Partei oder Lager oder was auch immer Bubble zugehörig fühlt, dass man trotzdem doch den Kontakt zu anderen Seiten suchen darf und auch die Kommunikation mit diesen dann, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert oder man das dann ausgeschlossen wird. Also ja. Regex sagt gerade, man sollte den Menschen von seinen politischen Ansichten entkoppeln. Und ja, wenn du individuell mit jemandem redest, kannst du das natürlich machen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass Politik immer in Lagern gespalten ist. Dass jemand ein politischer Gegner von mir ist, heißt ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Also ich würde da eher moralische von politischer Ebene trennen. Du sagst jetzt, die Menschen von Ansichten koppeln. Ich würde sagen, moralische von politischer Ebene trennen. Da muss halt jeder für sich selbst so ein analytisches System finden oder so ein ja, allgemeines System, die Welt zu betrachten, das dazu führt, dass er halt differenziert auf die Dinge schauen kann. Also, Mana, wie siehst du das? Ich glaube, ich bin da mehr auf Crackys Seite. Also ich bin auch so der Meinung, dass, also ich verstehe deinen Punkt absolut, definitiv, aber ich bin auch so jemand, der weil ich mehr auf den Menschen an sich eingeht. Und das habe ich auch schon damals mal gesagt, irgendwann in einem Stream, auf die Werte eines Menschen und was sagt die Person? Wofür steht sie? Also ich würde es schon entkoppeln. Da bin ich mehr auf der Seite, ja.
Aber wie gesagt, ich verstehe es absolut. Also alles easy. Nee, ich meine, läuft so ziemlich aufs selbe Ergebnis hinaus, wenn du sagst, okay, die Person hat jetzt die Ansicht, aber deswegen muss es ja kein schlechter Mensch sein oder generell sagen, schau mir an, was sagt die Person zum einen deskriptiv und was sagt sie normativ und das versuche ich jetzt voneinander zu trennen. Und über die persönliche Eignung des Charakters kann ich mir ja sowieso nur sehr bedingt ein Bild machen, wenn ich mit der Person nicht persönlich zu tun habe. Also wie du es jetzt genau angehst, welche von beiden Ansätzen, die führen, glaube ich, zu einem ziemlich ähnlichen Ergebnis sogar, nämlich dass der Diskurs ruhiger und sachlicher verläuft und du mit weniger ad hominem Angriffen und weniger niederen Unterstellungen am Ende auskommst. Ja gut, ja gut, das stimmt eigentlich, ja. Genau. Ach so, wir werden gerade im Chat gefragt, wer gibt hier wem Kontaktschuld? Das ist natürlich eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir hätten Kann man sich Schlomo einladen sollen, aussuchen. dann wäre es eindeutig Dann gewesen. wäre es eindeutig, ja. Und ich finde, mehr Humor muss auch irgendwie dazu. Alles, ich finde, es ist sehr viel Humor verloren gegangen. Und darüber bestimmt, also, dass man auch mal über Sachen lachen darf, dass man auch mal Sachen nicht ernst nehmen darf. Das fehlt mir. Also der Chat, der findet das, also der nimmt das mit Humor. Da hat einer geschrieben, Ja. ihr solltet euch mit Kontaktschuldspray einsprühen vor jedem Gespräch, dann seid ihr sicher. Das klingt gut. Das klingt gut. Naja, in dem Sinne haben wir, glaube ich, alles besprochen. Das ging relativ schnell. Ich dachte, das dauert länger, weil Ja. wir auch noch ein bisschen auf die, also ich wollte ja darauf chronologisch eingehen und das Ganze inhaltlich widerlegen. Ah, da gibt es keinen Inhalt. Das haben wir jetzt schon ziemlich gut festgestellt bei diesen ganzen Vorwürfen. Nee. Das stimmt, Also, absolut. Das ist ein Problem. Ja. wenn du, also wir hatten es ja vorhin, wenn du nichts mit Frank Franz zu tun hattest, außer dass er unter einem deiner Tweets was kommentiert hat, worauf du keinen Einfluss hast und der dann vorgeworfen wird, Ja. du wärst, also dein Kanal wäre ein NPD-Safe Space, dann liegt das Problem eindeutig bei demjenigen, der den Vorwurf äußert und nicht bei dir. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ja, man muss sich diese Absurdität einfach mal vor Augen führen und es ist richtig, dass es da in keinster Weise um Inhalte geht, sondern einfach nur um jemanden zu fronten und sich da irgendwas da, es ist herbeifantasiert. Und es ist aber auch wichtig, dass man darauf, dass man das anspricht, finde, also so wie wir es jetzt machen. Dass man das Ganze noch mal so offenlegt und eben halt auch auf diesen Irrsinn einfach aufmerksam macht. Finde ich sehr wichtig und gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Also fällt dir noch was ein, was da von diesen Angriffen gekommen wäre? Aber mehr war das ja eigentlich nicht. Also diese gesamten Angriffe basieren darauf, Leuten eine Nähe zu Rechtsradikalen zu unterstellen, die diese Leute nicht haben. Oder Leuten, die nicht rechtsradikal sind, die nicht mal rechts sind, zu unterstellen, sie seien Rechtsradikale. Und dann auf dieser Basis wiederum Kontaktschuldvorwürfe aufzubauen. Also es sind wirklich Dinge, die sind so absurd. Wir hatten es gerade schon gesagt, da braucht man nicht groß inhaltlich darauf eingehen. Ich glaube, man sollte sich darüber lustig machen, wie du es gerade schon gesagt hast, oder Ja. wirklich klarstellen, wie vollkommen irre das ist. Also wie weit entfernt das von irgendwas ist, worüber man eine sachliche und inhaltliche Diskussion überhaupt führen könnte. Also ich glaube, Ja, dass. absolut. Also Eine Sache gab es ja noch. Ach so, entschuldige, ich ich wollte dich nicht sag ruhig. unterbrechen. Wohl, doch, ich glaube, da kann ich das noch kurz ergänzen. Wir haben das Ja. auch, als ich mit Seller und unsoziale Marktwirtschaft auf das Video reagiert habe von Jungmoralapostel festgestellt. Seller hat dann an einer Stelle angefangen, sich dafür zu rechtfertigen, dass er in der Debatte mit Frank Franz gesagt hatte. Da habe ich auch nur plötzlich Okay. gedacht, Moment mal, reden wir jetzt ernsthaft darüber, dass Seller an einer Stelle gesagt hat? Wie blöd soll es noch werden? Ja, verstehe ich total. Das, genau. Das, was mir noch einfiel, war noch, du hast ja neulich auch eine
Debatte wegen Stolzmonat und sowas. Und was bei mir auch bei vielen ganz, ganz negativ aufgestoßen ist, war, dass ich ja eine bosnische Flagge gepostet habe in meinem Profilbild. Und dann auch Angriffe kamen. Oh, die macht beim Stolzmonat mit, die ist NPD-Heimat, AfD-Vorfeld und guck Vor allem ergibt mal, das ja und nicht mal Sinn. Nazis. Müsstest du nicht eine Nein. bosnische Ultranationalistin sein, wenn du eine bosnische Flagge postest? Jetzt nur mal in der Logik dieser Vorwürfe allein schon. Ich weiß zwar nicht, was du damit meinst, aber ich sag mal so, ich habe das einfach nur gemacht, weil ich eben halt Migrationshintergrund habe und ich liebe Bosnien. Deswegen habe ich das gemacht und ich habe mir nicht mal irgendwas Böses dabei gedacht. Überhaupt nicht. Das meine ich Oder? aber. Weil es eine bosnische Flagge wäre, dann müsste mir der ja eigentlich bosnischen Nationalismus und nicht deutschen Nationalismus vorwerfen. Ach so, meinst du das? Ach so. Ja, theoretisch eigentlich schon. Eigentlich schon, wenn man es so sieht, ja. Ja, Ja, aber. weil, wie gesagt, mit Nationalismus habe ich über, also, allein, dass man sich dafür ständig rechtfertigen muss, das ist so unglaublich anstrengend, einfach nur. Wie gesagt, ich habe sogar mehrfach dann auch gesagt, Leute, das ist, für mich bedeutet stolz sein einfach nur, man kann auf alles stolz sein. Ich habe auch mehrmals gesagt, man kann auf Pride stolz sein. Also, ne, Pride ist für mich auch kein Problem, unterstütze ich auch. Jeder kann stolz sein auf was er will, egal was, völlig egal. Und habe das nie als irgendwas Böses angesehen. Fand das einfach schön, weil ich habe dann zum Beispiel Accounts gesehen, da waren dann Norweger, die hatten die norwegische Flagge im Hintergrund, schwedische, das ist ja weltweit und ich dachte, das ist so einfach, also, wie gesagt, mir nichts Böses dabei gedacht und ja, fanden viele nicht so gut. So, aber das ist ja auch eine Debatte geführt und du siehst das ja auch nicht so schlimm. Ja, also ich sehe schon, dass diese Aktion ursprünglich so aus der honigwarmen Umgebung stark gepusht wurde. Das mag stimmen. Aber was für ein Symbol verwenden die da? Die verwenden die Deutschlandflagge, beziehungsweise eine leicht abgewandelte Form davon. Wenn die jetzt die Reichskriegsflagge verwenden würden, dann würde ich sagen, okay, gefährlich, gefährlich. Aber ich Das ist sag mal was so, ganz anderes. wenn rechte Leute, also wie weit rechts sie stehen, will ich jetzt gar nicht drüber debattieren, ist eine andere Frage, aber wenn die etwas Harmloses machen, dann machen sie offenkundig etwas Harmloses. Wenn man da jetzt Ja. rumschreit, sie als Nazi beleidigt und sagt, der Stolzmonat, wer da mitmacht, der ist rechtsradikal, dann ist man selbst der Blöde und nicht derjenige, der den Stolzmonat gestartet hat. Also Das stimmt. mehr kann man dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Ja, das ist rechte Symbolpolitik. Ja, muss man jetzt sich fragen, ob man das offensiv unterstützen will, aber du richtest erstmal keinen großen Schaden an, wenn du dich daran beteiligst, genauso wenig wie du unser Land dem Wokismus auslieferst, wenn du eine Regenbogenflagge postest. Das sollte man, diese Richtig. Symbolpolitik sollte man jetzt nicht überbewerten, erstens. Und zweitens ist jeder, der dann aufsteht und jeden als Rechtsradikal beschimpft, der da mitmacht, der treibt den Rechtsradikalen 100-mal mehr Leute zu, als jemand, der so eine Flagge postet und sich damit eventuell an so einer Aktion beteiligt, wie gesagt, aus einer komischen Ecke kommt, die aber an sich eine völlig harmlose Aktion ist. Also hier muss man auch trennen zwischen den Urhebern und denen, die das stark gepusht haben, und dem Ja. eigentlichen Inhalt, was sie machen. Also, du kannst auch nicht sagen, Nazis haben Schäferhunde, also Schäferhunde halten rechtsradikal. Oder Nazis putzen sich jeden Abend die Zähne, also Zähne putzen rechtsradikal, macht das bloß nicht. Das würde ja niemand sagen. Nee, richtig. Nur da wird, genau. Und ich habe das ja auch nie so als rechte Symbolpolitik für mich gesehen, sondern halt einfach, ich fand, das ist eine nette Aktion und habe da gedacht, ey cool, man kann doch ruhig stolz auf seine Wurzeln sein, völlig egal, wo man herkommt, so. Und habe aber auch immer Pride mit inkludiert und hat immer gesagt, ich unterstütze, also ich finde beides vollkommen in Ordnung und für mich war es halt auch wichtig, dass nicht sich beide so bekriegen, Pride und Stolz, sondern dass das ruhig in einer, ich sag mal, friedlichen Koexistenz sein kann. Und wenn da jetzt irgendwelche Rechte hergehen würden und
machen sich über Pride-Flaggen oder Leute, die den Pride-Monat feiern, lustig, würde ich das genauso kritisieren wie umgekehrt. Absolut. Weil ich finde beides eben halt, und da sind wir dann halt wieder so bei diesem Punkt, dass wir wieder zu so einer Beruhigung zurückkehren, wo nicht irgendwie Leute aufeinander losgehen, wegen Fahnen, wegen was auch immer. Ja, nur nicht so gut funktioniert. Ich Aber verstehe hey. deine Intention. Ich würde das auch genauso sehen. Wir sollten uns beruhigen. Wir sollten uns deswegen nicht gegenseitig angreifen. Dieser Kulturkampf, der wurde ja von den Woken begonnen. Das muss man ja sagen. Der Pride Month, der ist älter als der Stolzmonat. Das heißt, wenn man diesen Kulturkampf kritisiert, dann muss man zuerst die Wokies kritisieren und dann die Rechten. Also man muss da schon chronologisch korrekt werden. Der Stolzmonat ist ja nur eine Gegenreaktion auf den Pride Monat. Das eine folgt ja auf das andere. Und ich finde, hier sollte man Ursache und Wirkung nicht vertauschen. Die Rechten haben diesen Kulturkampf nicht gestartet. Ja, richtig, richtig. Und ich habe halt immer, also ich denke, das haben alle oder merken halt viele, dass es im Moment im Internet Twitch oder auch Twitter komplett eskaliert und ausufert. Und deswegen ist und bleibt meine Position immer auch, mir alle Seiten anzugucken. Und egal, welche Seite gegen wen schießt, das muss aufhören. Da bin ich so jemand, der dann versucht, immer so zu beruhigen und zu schlichten. Nicht so einfach, weil dann gerät man schnell ins Kreuzfeuer, aber ich will es trotzdem versuchen. Einfach damit wieder ein bisschen mehr Normalität einkehrt und wir uns und nachher nicht nur noch extremistische Lager da sind, weil sich alle irgendwie radikalisieren, weil sich alle nur noch hassen und weiß ich nicht was. Das ist meine Sorge. Dass es nachher nur noch extreme Positionen gibt, egal auf welcher Seite. Links wie rechts und so weiter. Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube, das waren schöne Abschlussworte als Ja. Take-Home-Message für die Zuschauer. Wir sollten mehr den Diskurs mit anderen Lagern suchen. Und wenn irgendjemand aus der Woken-Bubble mit diesem Vorwurf Faschist, Nazi, Rechtsradikal kommt, glaubt ihm kein Wort. Wenn ho jemand 100-mal ruft, der Wolf ist da, der Wolf ist da, helft mir, und dann kommt 100-mal kein Wolf, dann lügt er wahrscheinlich auch beim 101. Mal. Ja, das stimmt. Wie Nee, gesagt, super, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. ja, war ein schöner Talk. Wie gesagt, wir waren schneller als gedacht, weil da halt inhaltlich so wenig die Ja. Substanz dran war. Interessant, auch das beim Talk nochmal festzustellen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Und ja, dir viel Spaß noch im Stream weiterhin. Du reagierst ja jetzt noch auf etwas und im Chat auf jeden Fall auch Dankeschön. Und ja, man sieht Jo. sich, man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.